Jo Leute, es wird mal wieder Zeit, Sterne zu sammeln. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso bin ich denn jetzt in der ersten Oberwelt? Denn in der ersten Oberwelt will ich was erledigen. Also man kann es in jeder Oberwelt machen, aber ich will kurz den Weg ersparen. Und zwar müssen wir in das Schloss rein. Denn hier gibt es noch eine extra Stage. Dafür müssen wir aber in eine bestimmte Türkombination gehen. Zuerst kommt diese, dann kommt die hier. Also ich hoffe, dass es richtig ist. Richtig ist. Dann die. Und dann müssen wir hier hoch. Und wir müssten, ja, in eine Secret Stage kommen. Und hier gibt es, glaube ich, 6 Sterne. Lass mal kurz hier. Hi there, this level came from very early development of Mario Heroes sequel. If you like this one, I worked a lot long time ago, but textures might seem pretty bad. I know, so I really wanted to have some SRA reference. I enjoyed the game. Alright, this level is considered to be a part of an earth, so I could not easily put stars here. Instead, there are 6 routes to another course with stars. Good luck, have fun. Okay. Ich weiß aber schon, wo man hier was findet. Deshalb werden wir es auch machen. Das erste zum Beispiel das hier. Da ist es aber schwer hinzukommen. Aber geil, dass es hier sowas gibt. So, nee. Das muss so gemacht werden. Dann muss ich irgendwie darüber. Es ist ziemlich schwer, jetzt hier hochzukommen. So. Ich weiß, dass man auch irgendwie das auch so machen kann. Keine Ahnung, aber wie. Nee. Puh, wie soll das gehen? Jetzt ohne Scherz. Die Musik ist aber geil, die gefällt mir. Wait. Ich glaube, ich weiß, wie das gehen soll. Ja, nicht so auf jeden Fall. Kamera macht wieder mal Probleme. Das ist ein Problem. So. Und dann würde ich versuchen, hier hochzukommen. Auf dieser eine Stelle. Daneben. Nein. Und zwar daneben. Ey, ich muss da einen Rückwärtssalto machen. Da wird ein Rückwärtssalto gebraucht. So. Oder auch ein Doppelsprung. Nee, ein Rückwärtssalto. Aber Mario macht immer. Mario dreht. Mario kann. Nein. Nein. Ja. Oh shit, das ist heiß. Wieso sagt mir das niemand? So, ich hoffe, ich kann easy hier so reinkommen. Ja. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber wir müssen es probieren. Mario, jetzt komm da hoch. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. So, vielleicht. Safe State. Oh. Im Video habe ich es gesehen, man macht es irgendwie so. Man macht einen Rückwärtssalto. Und danach kann man sofort einen Wandsprung ausführen. Aber wie man das macht, keine Ahnung. Puh. Vielleicht schaffe ich es auch so. Nee. Wait, vielleicht
Bin ich hier noch höher kommen? Nee, ich komme hier aber auch nicht höher. Vielleicht so irgendwie. So könnte es klappen. Ganz schwer, aber könnte klappen. Oder? Auch nicht scheiße. Wartet mal, ich habe da eine Idee. Das sollte eigentlich klappen. Fuck. Kann man dieser Wand den Weinsprung ausführen? Nein, an dieser nicht. Aber an der hier schon, glaube ich. Ja. Okay, dann. Wie soll das gehen? Hä? Nee, jetzt ohne Scherz, wie soll das gehen? Was soll ich da hochkommen, Spiel? Ey, ich will wirklich wissen, wie ich da hochkommen soll. Von hier, weil... Von hier auf jeden Fall nicht, weil das ist zu... Das ist zu tief. Deshalb wird es auch schwer sein. Oh, so vielleicht irgendwie. Wartet mal. Nee. Da bin ich zu tief. Vielleicht, wenn ich es hier auf diese Stink schaffe. Nein. Wenn ich auch auf dieses, es auf diesen Ding schaffe, dann klappt es auch nicht. Nein. Nein, auch nicht. Puh, wie denn dann? So könnte es klappen. Fast. So. Oh, das könnte knapp werden, aber es könnte klappen. Ganz schwer, aber könnte. Könnte halt wirklich klappen. Ah! Warte mal, kann ich nach einem Kick eine Stampfattacke ausführen? Nein. Könnte ich doch nach vorn so einen Wandsprung nach vorn ausführen? Denn. Aha! Wartet mal. So muss es klappen, ja. Immer noch schwer. Junge!
Ja, jetzt habe ich den Griff raus. Oh. Es ist aber schwer, in diesen Stern reinzukommen. Ey, es ist wirklich schwer, in diesen Stern reinzukommen. Und ich habe schon viel Zeit dafür verschwendet. Ey. So. Ey, wieso denn nicht? Wieso klappt es nicht? Verstehe ich nicht. Nein! Yes! Endlich so. Und hier ist einer der Sterne. Endlich mal. One of the Adventure Secret Stars. Nice. Dann kommen jetzt noch ein paar, die hier hinten sind. Gelbe Münzen müssen wir hier nicht sammeln. Weil, wie schon gesagt, das wird hier nicht funktionieren. So, jetzt wird es aber richtig schwierig. Ey. Jetzt wird es richtig asozial. Denn... Junge. Wir müssen jetzt da hochkommen. Wie? Keine Ahnung. Auch irgendwie so. Wieso ist jetzt dieses Ding nicht heiß? Wann ich es brauche? Hey. Bringt das irgendwas, obwohl das könnte was bringen. Ah. Das bringt doch nichts. Wie soll ich da hochkommen? So auf jeden Fall nicht, weil... Nee, so nicht. Ja, wie denn sonst? Ich muss da hoch. Die Frage ist nur, wie? Junge, ja. Wieso? Wieso? Wieso denkt man sich sowas aus? Ich bin ganz schwer hier hochgekommen. Ich werde euch es lieber rausschneiden. Und jetzt muss ich noch irgendwie da hochkommen. Das wird auch eine harte Tour sein. So, aber okay, hier ging es einfach und jetzt sind wir hier oben. Und jetzt sagt ihr euch, was bringt mir das? Nichts! Spaß! Jetzt können wir hier Sterne sammeln. Was ziemlich schwer ist. Okay, ich hole den hier unten. Hier unten gibt es auch einen. Und ich hole mir den. Und dann geht es weiter in dieser Stage. So, ein Stern wurde meines Fehlers nach nicht gespeichert. Wir haben gesehen, wie man ihn holt, also den hier oben. Hier. Den werde ich dann off-cam holen. Jetzt ist es die Hauptsache, andere Sterne zu holen. So. Und zwar hochgekommen bin ich da.
dem ich es so gemacht habe, irgendwie. Ja. So, und jetzt noch ein Weitsprung da hoch. Dreifachsprung, meine ich. Und kein Weinsprung. Nice. So, hier so rüber. Dann auf dich. Junge, und das sind wir hier. Dann sind wir hier oben. Dann geht es auch hier hoch. Wird schwer, aber ich glaube, ich schaffe das. Ja. Damit hätten wir auch diesen Stern. Wenn man es einmal geschafft hat, dann fällt es etwas einfacher. Aber trotzdem ist dieser Hack nicht anfängerfreundlich. Wenn man nicht so gut in Mario 64 ist und nur ein Casual Gamer ist, dann wird es nichts für einen. So. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. So, nice. So. Junge. Nein. Scheiße. Vielleicht komme ich hier hoch. Hier drüben. Nach oben. Ich hoffe es auch. Oder? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, wozu das hier alles existiert. Nee, ich komme da nicht hoch. Okay. Das bedeutet, ich kann mich begraben. Ich kann mich begraben, oder? Junge. Geschafft, Brudi. Einfach so eiskalt geschafft. So, da unten kann man durchfallen. Aufpassen, bitte. So, und hier kommt jetzt auch etwas Fieses. Aber das geht noch. Ey, das geht noch. Das geht noch, sagte ich. Das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Junge. So. Drei Sterne fehlen uns noch hier. Also zwei. So. Und jetzt wieder dieselbe Routine. Aber an einer anderen Stelle. Also, dieser Kurs ist so ein bisschen wie Tic-Tac-Trauma von Nintendo. Muss man halt so sagen. Deshalb bin ich auch kein Fan davon. Weil man muss immer denselben Weg ablaufen. Und das macht keinen Spaß. So, ich glaube, hier kann man nach oben kommen. Muss man das allerdings. Das würde ich jetzt sogar probieren. Ich glaube, es wäre keine schlechte Idee, bin ich blöd. Wieso habe ich dort den Safe State gemacht? Wieso habe ich dort den Safe State gemacht? So. Warte mal, ich glaube, man muss von hier aus da hochkommen. Die Frage ist nur, wie. Wartet mal. Genau so. Dann kommt man hier hoch und hier gibt es zwei Sterne. Ja, ja.
Okay, den eigentlich einen, aber man kann den anderen ziemlich easy holen. So. Und jetzt wieder dahin dieselbe Scheiße machen. Ja. Macht Spaß, oder? 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 Also das ist wirklich ein großer Minuspunkt für diesen Hack. Muss man halt so sagen. Ey! Wieso komme ich jetzt da nicht hoch? Ey! So? Nein? So? Nice. Ich mache mal hier ein Safe State. Der hat sich sogar gelohnt. So, und jetzt hier rüber. Safe State. Und jetzt muss ich dasselbe wieder machen. Okay, fast. Scheiße. Ey. Fuck. Das muss jetzt klappen. So, dann mache ich hier noch einmal so. Und da falle ich runter. Und dann muss ich es so machen. Weil anderes geht es nicht. Come on. Leg mich am Arsch. So. Jetzt muss ich hier weiter. Und dann hier hoch. Denn hier kann man dann easy reinkommen. Glaube ich zumindest. Ja, fast easy. Man darf halt nur kein Fall Damage nehmen. So. Dann. Hier rüber, so nice. Ich darf auf keinen Fall den Fußkick machen, weil wenn ich den Fußkick mache, dann kann ich keine Stampfattacke machen. Ich mache es so. Okay, dann komme ich hier rein. Das ist nicht so geil. Ich mache das so, damit ich dann hier es so easy kriege. Und damit wäre es alles. Es fehlt nur noch dieser eine Stern, so werden die Sterne nicht gezählt. Wieso werden die Sterne nicht gezählt? Keine Ahnung, also ihr habt sie gesehen, wie ich sie geholt habe. Mir ist es jetzt sowas von Wurst, ob sie im Counter stehen werden oder nicht.
Die sind geholt. So. Und nun können wir zu dem Adventure Field zurück. Denn seitdem wir den Stern hier unten gesammelt haben, musste sich die Kanone öffnen. Ich werde das jetzt erneut machen. Denn ich will wissen, wie. Ich brauche die Kanone. Bis gleich. Ich habe den Stern jetzt eingesammelt. Und er hat wieder nicht gezählt. Wenn diese Sterne bei mir nicht zählen, dann ist es ein großes Problem. Aber okay. Aber die Hauptsache ist, dass die Kanone offen ist. Und ist sie offen? Ja. Sie ist offen. Da können wir uns wieder einen Secret Star holen. Und zwar da drüben. First Try. Yes. Und mit 82 Sternen werde ich auch diesen Part beenden. Diesen kranken Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, aktiviert die Glocke und lasst ein Like da. Bis dann und ciao.